herzlich willkommen heute zu einem Do-It-Yourself-Tutorial. Und zwar werde ich jetzt für mich zu Hause eine Aufhängung für mein Makramee machen, für meine Makramee-Ampeln, und zwar aus einem Holzstab. Das Holz habe ich ganz einfach im Wald aufgelesen, also eigentlich muss ich ja zugeben, ich habe meinen Freund im Wald auflesen lassen. Und genau, den besprühe ich jetzt einfach und werde den dann an der Wand befestigen, um die Ampeln aufzuhängen. Das Ganze übrigens ist super easy, das kriege sogar ich hin. Wichtig, einmal, nehmt bitte Äste, die schon abgefallen sind, und reißt keine Äste von den Bäumen ab. Dann habe ich hier einmal ein bisschen Schmirgelpapier. Man kann auch, ihr seht es hier schon, mehr ein bisschen vorbereitet, die Rinde abmachen, wenn es geht. Das ist einfach nur dafür da, dass der Ast nicht rumbröselt. Wenn ihr das Ganze als Kleiderstange machen wollt, das geht natürlich auch, dann soll natürlich die Rinde nicht auf die Kleider bröseln. Das ist eigentlich der einzige Grund. Ihr müsst unbedingt eine Folie, Papier oder irgendwas drunter legen. Dann habe ich jetzt hier weißen Buntlack gekauft. Man kann auch sonstige Holzfarbe verwenden in Weiß, das ist gar kein Problem. Ich habe jeweils 1 Meter lange, seht ihr hier, Metallketten gekauft, in Silber, geht auch in Gold, je nachdem. Wer keine Metallketten mag, so kordelartige Schnüre sind auch super schön. Genau, dann brauchen wir noch, falls ihr zusätzlich noch was aufhängen wollt an dem Ast, zum Beispiel Kleiderbügel und so weiter, damit es nicht rutscht, braucht ihr einfach nur Nägel. Dann brauchen wir Dübel für die Wand oben. Und zack, zu guter Letzt brauchen wir natürlich noch ein paar Haken, um den Ast natürlich in die Wand oben reinzuhängen. So, dann werde ich mal anfangen. Nochmal ganz kurz. So wird das Ganze dann ausschauen. Es war die Probe. Je nachdem, wie viel ihr drauf sprüht, wird es natürlich hier ein bisschen heller oder halt eben ganz deckend. Genau. Dann geht's los. So, ich schmirgel jetzt einfach so ein bisschen die überstehenden Enden hier ab. Der ist eigentlich schon ziemlich glatt. Werde ich nicht so viel machen, weil die Struktur von dem ist eigentlich auch echt schön. Da darf gerne ein bisschen was rausgucken, zumindest für mein Wohnzimmer. Das kann man am Ende auch super bei einer freien Trauung aufhängen, an den Traubogen zum Beispiel oder nebendran als Deko, und das finde ich wahnsinnig schön. Bin mal gespannt. Ich werde es demnächst mal auch genau für sowas einsetzen. Sagen, das reicht. Am besten, ihr zieht eine alte Hose an und sprüht euch nicht an. Das wäre schon mal ganz praktisch. So.